Hallo Angelfreunde, neues Video. Es ist 6 Uhr und ich fahre nach Neustädterburg, um zwei Freunde im Kajak zu treffen. Sie sind früher angekommen, also geht es los. Das Wetter ist schön und das Meer ist ruhig. Es verspricht einen schönen Tag. Hier werden wir uns den Freunden anschließen, die ein bisschen weiter sind. Ich werde es genießen, auf dem Weg zu schleppen. Moin! Moin! Tschüss, moin! Alles gut? Ja! Gut geschlafen oder lange Party gestern? Ja, nicht so lange Party, aber Mitternacht so. Okay. 3.30 Uhr heute Morgen? Nee. Ja, Forelle. Ah, Forelle. Ja, Forelle ist nicht so einfach. Nee. Okay, so. Doch, fangen. Also, wie du gesehen hast,
habe ich gerade zwei Fische in Folge verpasst, weil sie den Köderschwanz genommen haben. Also habe ich einen zweiten Haken am Schwanz hinzugefügt, um das zu vermeiden. Platziere deinen Haken an der gewünschten Stelle und verbinde ihn mit dem ersten Haken. Ah, siehst du? Dieser Dorsch hat am Schwanzhaken gebissen. Ich angel mit dem Firehill 13 cm in 20 Gramm, trotz der Tiefe von 4 bis 6 Metern. Ich bringe den Köder schnell und auf ruckartige Weise zurück, um ein großes Gebiet zu erkunden.
Hier ist das Ende dieses schönen Tages. Ich habe viele Dorsch gefangen. Ich könnte sehen, dass das Hinzufügen eines zweiten Hakens auf meinem Feuerrill mir erlaubte, wenn die Fische schwieriger sind, eine bessere Fangrate zu haben. Das war cool. Also bis zum nächsten Mal. Entdeckt die anderen Videos und abonniert euch. Tschüss!